Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Ja. Das ist traurig, aber trotzdem Schande. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Was du vermutest. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Fehlgeburt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken, tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen ja. Es hat auch sein Gutes. Dein totes Kind kann uns helfen, dein Lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf 2 Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja,
Du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Tja. Beginnen wir also Grabschändigung. Noch etwas weiter. Mir nach. Na dann. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Na, sehr toll. Ich schätze, da ist er schon. Schau. Baby kommt nach Hause. Ja. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Mach schon, du Trottel. Barmherzige Götter. Ist ja widerlich. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ich habe schon mal das Gedanken beim Flussungsding bereit. Falls wir es mal brauchen. Ah ja. Ist der putzig. Du hast ein putziges kleines Baby. nicht. Achso, da sind sie, die Erscheinungen. Ja. Das sehe ich. Ich sah gerade nicht, wo ich hinschlagen muss. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Betäubt. Ganz ruhig. Du wusstest doch, dass das der richtige Zauber ist. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Nützlich. Und eine gruselige Kreatur, die ihn beschützt. Nicht übel. Ah, hier schon wieder. Es kommen noch mehr. Zieht scheinbar immer das richtige Schwert.
kommen. Oh, komm, zack, zack. Ich brauch das jetzt. Wieder wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Ich muss mal was essen. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna... Scheiße, doch jetzt, Geralt. Tun wir, was wir tun müssen. Wir reden später. Ja, sorry. Was mit dem Namen? Da habe ich den Dialog zu unterbrochen. Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, dir, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Innerhalb eines Tages sollte sich der ja in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ah ja. Ich habe einen neuen Punkt. Sehr schön. Tag und Nacht müssen wir warten. Okay, für irgendwas brauchten wir... Stufe 2. Ich würde erstmal hier Muskelgedächtnis-Krafttraining. Ich denke, Krafttraining macht jetzt Sinn, das mal aufzupeppen. Dass wir hier erstmal alles auf 1 kriegen. Okay, ich schätze mal, wir müssen meditieren. Ruf den Tölpelbold dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Okay. Einen Tag müssen wir warten. So, es müsste exakt einen Tag vorbei sein. Ja, zu blöd zum Laufen. Hinsitzen und warten.
Okay. Nicht umsonst gewartet. Warten wir 2 Tage. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay. Vögel ist im Geist. Du da, Weißer, glaubst du etwa an deine Zeit? Ritze. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Geistern. Hilfe! Wir müssen langsamer reiten. Los, lauf! Komm schon! Lass mich leben! Soll ich dir in den Arsch treten? Dieser verfluchte Drecksfähige. Der Trunkene. Aus dem Weg. So ist gut. Halt! Ich geh ins Haus rein, oder? Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Okay, er bleibt auf ihn verstehen. Okay, durch die Fundentür kann man nicht rein. Eisbärfell. Lernu. Und durch eine Hintertür rein oder durch das Fenster. So mit Hilfe der Hexen sind. Macht Sinn. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Jetzt machen wir alles zweimal. Okay, jetzt runde ich weiter. Tja. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Sie will mir noch was zeigen. Weiter geht's. Ein paar Krabben. Okay, wir sollten weiter.
lauf mal lieber. Allein mit Sprinten sind wir schon zu schnell. Gefahren an einem schönen Tag. Das sollte ich mir mal ansehen. Die erbrechen sich immer kurz bevor sie aufgehen. Okay. Nein! Ich bin nicht tot. Nicht gut. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ich sollte was essen. Essen. Pferdekadaver. Was haben wir denn da? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ein Wolf. Tag auch. Und gute Nacht. Ich sagte gute Nacht. Na, wo hast du uns denn hier hingebracht? Ein schwärzter Rot. Das hat uns mal kümmern. Einfach ein paar Schwerter verbrauchen. Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Er hat's verraten. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Nein. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht, die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst, sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters.
Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kam sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Aha. Muss uns das was sagen? Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Aha. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich hab Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Tja. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Sprich mit dem Baron über seine Familie. Ah ja, zurück zum Baron. Na dann. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Beschütze das Haus des Dance Puppies. Und Rest deiner Existenz. Plötzlich kommt herbeigeflogen. Komm schon! Wie der immer so schnell da ist. Wir sind ja eine Ewigkeit zu Fuß gelaufen. Das ist ja immer hier, während wir ihn brauchen, so schnell rennen wir. Wie er immer herrennt. Okay, ich würde sagen, ich renne noch kurz zurück zum Grafen und dann zum Baron. Wenn wir an der Feste sind, dann machen wir Schluss für heute.
Ich habe hier gleich 3,5 Stunden schon voll. Nein, ich kämpfe gerade gegen niemanden. Heute nicht mehr. Lauf, Plätze! Was faselst du da? Ich fasel gar nichts. Na toll. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Zum nächsten Quest. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20 Kronen. Sehr toll. So, bevor wir da reingehen, möchte ich mal hier gerade... Können auch gerade mal ein bisschen meditieren. Und dann würde ich sagen, da gehen wir beim nächsten Mal rein. Gut, beenden wir das für heute.